So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Portal 2, Teil 4, die Überraschung. Jetzt geht's los. Hier, lustig, Teil 4, Folge 4. Ich weiß nicht, ob wir das Tempo halten können. Dann wären wir nur so als kleiner Spoiler in 9 bis 10 Folgen durch. Und hier ist sie, die Überraschung. Gruselig. Überraschung in 3, 2, 1. Ich habe gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ach, schön. So, auch das hier ist eine sehr spannende Kammer. Das ist schon eine sehr spannende Kammer. Genau, weil unter anderem, weil es so lange braucht, bis man den Eumel, den Turret da mal besiegt. Das macht man nämlich mit diesem Laser, sobald man das hat. Und zwar braucht man dafür. Genau, da kann man drauf drücken, aber vorher sollten wir die Lichtbrücke präparieren. Die muss nämlich dahin. Und dann kommt da ein Kubus raus. Ne, jetzt kommen sogar zwei raus. Stimmt, genau, zwei auf einmal. Und da ist auch einer. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Achso, ah, der ist durch das Portal gefallen. Also haben wir insgesamt zwei, genau. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt durch das Portal auch gleich wieder hernieder. So. Und können. So. Aktiviert. Ja. Aber eigentlich wollen wir. Machen wir mal so. Upsala. Und so. Dann sehen wir. Ja, okay. Dann sehen wir. Jetzt aber. Immer noch nicht. So. Die goldene Mitte. Jetzt ist das Tor weg. So, wunderbar. Jetzt können wir hier also auch endlich mal frei herumlaufen. Und müssen Folgendes machen: Schräg durch die beiden. 45 Grad ist das dann, glaube ich. Das ist so wunderschön. Und dann machen wir noch gleich einen, nochmal einen 45 Grad. Und zwar wieder in die andere Richtung, so ein bisschen. Und zwar dort droben rein und damit kriegen Ich wir habe direkt ein 3. komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Ach ja. Ich weiß gar nicht, ob nicht mehr oder ob sie mich einfach nie geliebt haben. Ach guck, hier sind so ein paar schöne Sinuskurven drin. Wie schön. So. Jetzt geht das langsam richtig heiß her hier. Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach gerade Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. 5 Kammern. Das ist doch mal eine Zusage. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Tada! Alle Paneele sind drin. Nur die hier funktionieren noch nicht. Aber sonst, wir sind sehr, sehr, sehr nah daran. Dass wirklich alles ausgewechselt ist. Dann läuft hier nichts mehr grün an. Alles ist neu. Alles ist schnieke. Da haben wir noch was Altes. Ach, guck. Ist ja lustig. So. Dann hole ich mir direkt mal den Kollegen. Genau.
Ja, und hier haben wir eine lustige Geschichte. Hier können wir uns nämlich hochboosten. Ich könnte mich jetzt also dahin. Springe ich hier runter. Und werde so hochgeboostet. Und das bedeutet, dass ich mich zum Beispiel dahin bringen könnte. Da waren wir halt leider schon, aber könnte ich. So, wo können wir noch hin? Also gleich können wir unter anderem dann dahin. Ach ja, stimmt, da müssen wir noch hin. Und diesen, ach nee, eieiei. Da gibt es nämlich noch einen Kubus, den wir brauchen. Nochmal, dahin. Ach da, Moment, ah nee, warte. Wir scheinen ihn schon zu haben. Aha. Wo ist er denn hin? Ist er runtergefallen? Oder? Ach da. Ui. Oh, den habe ich aber weit gekickt. So, und dann müssen wir noch nach da oben. So. Okay, ist schon wieder was angelaufen und kaputt. Oh, traurig. So. Und müssen dahin gehen. Dann müssen wir dorthin und einen neuen Kubus zum Umlenken platzieren. Und zwar müssen wir wieder unseren neuen Trick nutzen und müssen nochmal neu platzieren. Hui. Falsches Portal. Da hätte ich hin gemusst. Upsala. Nochmal. Dahin. Und hui. Ich bin halt nur leider ohne Kubus geflohen. Die Frage ist. Ach so, ja, richtig, stimmt. Wir müssen erst den Kubus transportieren. So. Und jetzt hat das funktioniert. Ja, gut. Dann. So, und jetzt bringen wir auch noch uns dahin. So. Hui. Mit Würfel. So. Und damit gehen wir jetzt dahin. Und ihr ahnt es vielleicht, was der letzte Würfel macht. Wir gehen da oben hin. Diesmal mit Würfel. Und töten erstmal alle Tourists. Und dann machen wir das da und kriegen dadurch diese Flächen. Und dann müssen wir noch ein letztes Mal den guten alten Trick anwenden. Und dahin. Hui. So. Und dann haben wir es geschafft. Komplizierte Geschichte, aber ich habe über unsere Situation nicht so kompliziert nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Aha. Ja, ideal. So, das war jetzt die erste 5-5 Kammern. Wir müssen uns ja beeilen, ne? Wir wollen ja die Überraschung noch bekommen. Muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz nichts. Recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Das ist schon cool, ne? Also das hat sie gut gemacht. Also kommt mir jetzt nicht so gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn, dann doch, ne? So, und zwar würde ich vorschlagen, wir nehmen dieses Portal, weil wir damit, genau, damit haben wir das erste. Dann haben wir hiermit das zweite. Nein. Und hiermit kriegen wir das dritte. Und dadurch haben wir 3 Laser durch ein einziges Portal gelenkt. Muss man aufpassen, dass nicht die Portale nicht explodieren. Ein kleiner Scherz. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Komplett. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Alle Paneele neu. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Alles funktioniert. Das hat sie wirklich schnell gemacht. Das muss man ihr mal lassen. Ach ja. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Oh Mann, was die hier für Anekdoten hält. So. Und zack, weiter geht's. Ne, wir merken uns, das ist ja eigentlich erst die dritte von 5 Kammern. Auf unserem. Hui. Hui. Hui.
Ich laufe so lustig. Galopp, galopp, galopp. Naja, was mache ich hier? Genau, erst müssen wir Folgendes machen. Erst müssen wir da oben hin und den Knopf betätigen, der uns dahin einen Kubus bringt, den wir jetzt am besten... Upsala. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Komische Sache, ne? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den Sie nicht verstehen kann. Ja, ich bin früh dran, aber wir müssen jetzt gleich los. Schlecht. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Lauf, ich schließe die Tür. Nur nochmal zur Erinnerung, wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Tonproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Für den Moment. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir, das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? Ja, das ist so ein Loop. Kann ich wenigstens den Kubus mitnehmen? Hey, warte mal, wo gehst du hin? Wie niedlich, ein Reh. Du musst näher rangehen, damit du es sehen kannst. Oh. Ey, egal. Das war ja jetzt absichtlich, ne? Ich wollte nur gucken, ob ich den... Das wäre ja schön gewesen, ne? Schade, dabei warst du schon. Wenn ich einen Würfel mitnehmen konnte. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die... Oh! Ist das aufregend? Na los, na los! Ach, das stimmt. Was passiert da drin? Kannst du da raus? Du musst ja irgendwie wieder raus! Versuch, hierher zurückzukommen! Ich höre Schüsse! Kommt ein bisschen spät, aber pass auf die Schüsse auf! Auch wenn es zu spät ist, ich hab's zumindest versucht! Und weiter geht's! Geht's gut, super, los! Hier lang, hier lang! Geschütztürme! Los, los, los! War ja jetzt mal total aufregend. Total aufregend. Das Herz, das rast. Grüezi. Sprechen am Zelt, den sie nicht verstehen kann. So, weiter geht's. Nicht verzagen. Oh, klasse, du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Mach ich nicht. Er leuchtet okay, uns bestimmt. Gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ah! Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Ja. Gute Frage. Ganz schön dunkel hier, was? Mhm. Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend?
aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Lalala. 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 Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Zum Korridor. Wo war nochmal? Achso, da war der Korridor. Wunderbar. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Natürlich. Für dich doch immer. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. So. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Ihre, wie sag ich das? Kultur. Gut. Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Oh ja. Sehen uns unten. Viel Glück. Bleib vorsichtig. Ups, oder? Das war aber knapp. Da kann man nämlich noch weiter runterfallen. Ach, wohl. Ich glaube, von da unten kommt man auch weiter. Oder? Naja, wir gehen einfach mal hier. Factory! Da wollen wir doch hin. Der Plan ist ja, Geschütztürme ausschalten, Neurotoxin abschalten. Also Geschütztürme kaputt, ne? Neurotoxin weg. Und dann auf geht's. Sag ich mal. So. Dementsprechend, los geht's. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Bad. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Bad. Upsala. Ja, das war jetzt auch nicht. Da habe ich wohl ein bisschen. Ne? Da habe ich. Bin ich. Ne? Also habe ich. Wollte ich eigentlich gar nicht. So. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Bad. So, komme ich hier hoch? Ne, ne? Wo muss ich lang? Ach, da muss ich lang. Richtig. Ich muss nämlich hier hoch und hier hoch und hier hoch hopsen und dann hier hoch hopsen. Dann kann ich mich verbrennen lassen. Werde ich denn hier verbrannt? Ne. Ja, wunderbar. Ach, dauert das lang. Ach, der hat Englisch geredet. Tatsächlich, so lustig. Upsala. So, weiter geht's. Und hier sieht man so ein bisschen, wie die Türme getestet werden. Zweimal kommt ein Upsala, da ist noch ein richtiger. So, weiter geht's. Und hier werden sie dann aussortiert. Antwort. Vorlage. Antwort. Oh, danke schön. Ich kann nicht sehen. Antwort. Ja, der ist auch eigentlich defekt. Ich nehme den da jetzt auch nur zum Spaß mit. Ich habe nichts dabei gedacht. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort.
Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Hallo? Antwort. Hallo? Dreh dich um, dauert nicht lange. Bitte, bitte. Fertig, gehackt. Antwort. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Hallo? Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Was hast du da? Antwort. Ach, das ist ein Scanner. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Das hier ist ganz schön kompliziert. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja, ich mir auch. Ich bin mir total sicher. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Das sind meine Portale. Okay, hier lang. Also die Türme funktionieren schon mal nicht mehr. So viel kann ich dir aber verraten. So. Jetzt gucken wir doch mal, was sich so machen lässt. Hui. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Portal. Was das wohl noch zu bedeuten hat und das da, wer weiß, wer weiß. Und ich weiß, dass diese Folge niemand mehr wissen wird. Also ich schon, aber also ne, lassen wir mal Gnade walten. Meine Freunde, mit diesem wunderbaren Anblick sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht das Jod. Tschüss. Man hört so viel. So, jetzt ist leise.